feindlicher Scharfschütze. Von wo schießt er? Keller, ich kann ihn nicht sehen. In Deckung. Dispatch, wir haben ein Problem. Diaz und Nichols werden aus dem Lager gebracht. Wenn ich jetzt nicht schieße, könnten sie draufgehen. Negativ, Henderson. Dann werden wir wieder die verdammte biologische Waffe verlieren. Ich lasse nicht zu, dass unter meinem Befehl so ein Fehler passiert. Sie müssen Merinov um jeden Preis abfangen. Unsere Männer werden wohl in die gleiche Richtung gebracht. Damit sie nicht sterben, sollten sie sich jetzt bewegen. Verstanden? Verstanden, Sir. Uniform, wie sieht es mit dem Paket aus? Bin gerade am Ufer, nur einen Kilometer westlich vom Hotel. Hast du was für mich? Positiv, Fraser. Einheit per Boot Richtung Süden. Hummingbird 6 beobachtet alles. Wir haben schon eine Abfangroute ausgearbeitet und werden euch dann reinlotsen. Es sieht aus, als ob Merinov und Kalalo sich zu einem Landeplatz 2 Kilometer südlich aufmachen. Verfolgen und neutralisieren, Fraser. Lassen Sie sie nicht mit der Biowaffe abhauen. Verstanden, unterwegs. Ins Festland, Razor. Aber verstanden. Uniform, der Strand ist schwer bewacht. Gibt es einen alternativen Zugriff auf das Ziel? Over. Negativ. Wir registrieren auch eine Wärmesignatur für ein Fahrzeug nahe der Baumreihe. Du musst von dieser Position aus einen sauberen Angriff ausführen, ohne Alarm auszulösen. Perfekt. Signaturen im Haus sind kalt. Erwischt den Außenposten. Roger. Wird jetzt ausgefegt.
Wir haben ein Update. Boot hat angelegt. Es scheint neu versorgt zu werden. Werden unsere Leute verlegt? Over. Negativ. Paket und Besatzung intakt. Razor 3-2, das Paket läuft in einem Yachthafen am Fuß einer Seilbahnstation ein. Das ist deine Chance, etwas Distanz zu gewinnen. Verstanden, Uniform. Bleib dran. Ich werde alles geben, was ich habe. Das UAV zeigt eine schwache Signatur oberhalb der Felswand auf 12 Uhr. Я что-то слышал. Thank you.
Ищите вспышку! Du kannst weitermachen, Razor. Razor 3-2, du hast eine feindliche Versorgungsstation vor dir. Mehrere feindliche Einheiten vor Ort. Bestätigt. Kann ich irgendwie weiter, ohne dass mir der Arsch aufgerissen wird? Über den Zaun dort rechts und dann warte auf Anweisungen. Wir suchen nach einer Lücke. Sieh zu, dass du ein klares Bild der Lage hast, bevor du etwas unternimmst. Nach links geht gar nichts. Zu offen, zu viele Feinde. Kannst du die Erhöhung rechts erreichen und einen Overwatch einrichten? Negativ. Ich werde von zwei Feinden blockiert. Zug hoch. Du wirst gut vom Blattwerk versteckt. Einzelner Feind auf deinem Weg, der muss eliminiert werden. Zone links geht immer noch nicht. In der nordöstlichen Ecke der Station ist ein Lagerbereich. Dein Weg führt dorthin durch. Roger. Greife die beiden Wachen dort an. Что это было? Я точно что-то видел! Reizwo berichtet von einer Klippe mit Blick auf die Seilbahnstation. Bewegung auf der anderen Seite sichtbar. Bestätigt. Videoübertragung zeigt Einheiten in den Wachposten auf der anderen Seite. Greif zuerst den oberen Posten an. Okay, verstanden. Der einzige Weg ist rechts über die Klippen und dann nach unten. Das Wasser wird deinen Fall bremsen.
Einsatzbereich frei. Du hast grünes Licht. Diaz, dafür schuldest du mir aber einen. Razor, wie ist der Status? Oh, etwas höher als angenommen. Ich werde es überleben. Gut zu hören. Schwimm zum Strand. Du musst dir freie Bahn zur Station verschaffen. Das Infrarot zeigt Gegner im Haus vor dir. Die Show kann beginnen. Wir scannen Ihr Gebiet. Feindliche Truppen sollten auf Ihrer Minikarte erscheinen, und zwar jetzt. Gas. Sie haben hier einen ganz knappen Zeitplan. Diese Biowaffe muss unbedingt sichergestellt werden. Verzeichnet. Was soll das bedeuten, Captain? Mir ist das Missionsziel voll bewusst, General. Stellen Sie nur sicher, dass dieses Mal ein CSA-Team bereitsteht. Ich habe auch vor, unsere Männer oder sekundäre Einheiten, wenn Ihnen das lieber ist, da herauszuholen. Egal, was es kostet. 3-2 out.
ist 3-2. Ziel erreicht. Lagebericht. Können Sie die Position der Zielperson identifizieren? Over. Negativ. Im Moment nicht. Heli im Anflug auf 6:31. Nicht auffallen. Helikopter gelandet. Ich sehe Kalalo. Kein Zeichen von Merinov oder dem Paket. Uniform. Positive Identifikation unserer Leute. Sie sind okay, aber unter schwerer Bewachung. Bewegung nahe der Landebahn. Osten. Okay. Hochrangiges Ziel in Sicht. Sichtbestätigung, dass das Paket in das Flugzeug geladen wird. Scheiße. Ich glaube nicht, dass unsere Jungs zusammen mit dem Paket rauskommen. Bitte um Erlaubnis, unsere Männer rauszuholen. Abgelehnt. Primärziel ist die Biowaffe. Wenn die gesichert ist, können wir uns um die Kameraden kümmern. General, ich habe einen besseren Überblick über die Situation. Ich empfehle dringend, die Kameraden zu evakuieren und das Flugzeug in der Luft abzufangen. Negativ. Wir haben keine Mittel, um es abzufangen. Das ist ein direkter Befehl von Chasok. Hochrangiges Ziel sichern, Mission fortsetzen. Verstanden? Nikos ist am Boden. Verdammt, die exekutieren unsere Männer! Er ist schutzlos. Wir müssen ihn decken. Hier ist 3-2. Er ist schutzlos. Wir müssen ihn decken. Damit schuldest du mir 2 Bier. Jetzt sind's 4. Einen Kasten draus. Verdammt, wo geht er hin? Hier ist Diaz, AC-1337. Hört mich jemand? Hier ist Razor 3-2. Verdammt gut, deine Stimme zu hören, Diaz. Das sagt der Richtige. Ich brauche Hilfe, um hier rauszukommen. Ich habe eine verrostete Automatik und nicht viel Munition. Ist die Luft rein? Nein. Okay, ich bin dann weg. Okay, bin unterwegs. Ich verliere dich gleich. Ändere Position. Bleib da. Roger, beeil dich! Zeug nähert sich von Osten. Es rückt schnell auf. Schnapp dir die Panzerfaust! Das war ein Treffer. Am Boden und weg. Flugzeug ist abgehoben. Verdammt. Scheiße. Wieler wird mir hierfür den Arsch aufreißen. Das wird übel enden. Wie in Sarajevo. Diaz, ich muss diese Klippe runter. Ich treffe dich einen halben Kilometer weiter westlich. Okay, verstanden. Und Cole, danke, Mann. Verschwinde!
Versteck dich hinter dem Fels. Los! Lauf! Sergeant Anderson und Maddox? Jawohl, Sir. Wir haben in Bosnien die Kacke am Dampfen. Und als Bennings Elite-Aufklärungsteam müssen sie beide als Erste ran. Die Stadt Sarajevo liegt unter serbischer Besatzung. Wir erhalten verlässliche Berichte über weit verbreitete Gewalttaten. Die meisten gehen aufs Konto dieses Hurensohns, Major Marko Vladic. Vladics Todestruppen haben systematisch die Zivilbevölkerung im Starigrad-Bezirk ausgelöscht. Bei allem Respekt, Sir, warum ist dieses Arschloch überhaupt noch am Leben? Die NATO will nichts unternehmen, bis sie der Presse Vladics Kriegsverbrechen zeigen können. Der Sensenmann ist unterwegs und du schickst uns rein, um Paparazzi zu spielen? Sie werden sich am Boden mit einem CIA-Kontaktmann treffen. Ein hiesiger Ganove namens Merinov. Er bringt sie dahin, wo sie hin müssen. Nehmen Sie Vladics Machenschaften auf Film auf und dann verschwinden Sie mit dem Beweis. Was ist, wenn wir auf Vladic treffen? Sie haben Ihre Befehle, Sergeant. Bringen Sie das Beweismaterial. Dann können wir uns über Vladic unterhalten. Verstanden? Jawohl, Sir. Viel Erfolg, meine Herren. Ihr Signal sagt, dass Sie sich 2 Kilometer südöstlich vom Außenbereich der Stadt befinden. Die Serben haben Sarajevo in eine Pattsituation gebracht. Vorsicht walten lassen und infiltrieren. Ich habe gehört, dass du diesen Kontakt vorgeschlagen hast. Wer ist der? Nur so ein Gangster. Ein richtiges Arschloch. Hat versucht, uns Katzenpisse-Schnaps zu verkaufen, als wir in Afghanistan stationiert waren. Aber wenn sich jemand in feindliches Gebiet einschleichen kann, dann ist er das. Er wird uns zu Vladic führen. Zu beweisen, meinst du? Genau. Ich sage, Achtung, Panzerfahrzeug auf 12 Uhr. Ich korrigiere. Heruntergekommener Post-Sowjetmüll auf 12 Uhr. Peile den Soldaten da drüben an. Entfernung ist 150 Meter. Der Wind ist gleichbleibend. Alles bereit für einen Angriff. Jetzt den, der den Motor repariert. Rechte Seite. Dieselbe Entfernung. Leichter Ostwind. Feuer. Sauberer Schuss. Folg mir. Ich hoffe wirklich, dass die Spione keine Treffen mitten im Kriegsgebiet anberaumen. Ja, verbuddeln sie keine Leichen mehr im Wald? Ein echter Zyniker. Wie ich gehört habe, ist dieser Kerl völlig verrückt und wollte sich nur an diesem bestimmten Ort treffen. Meinte, dass wir dort erstklassige Bilder bekommen. Und du nennst mich Zyniker. Ich sehe einen toten Kerl im Fenster, im ersten Stock des Hauses. Ich höre dich. Netter Schuss, Partner.
Bewegung im Inneren. Wir gehen vorsichtig rein. Ich bin dran. Gib mir Deckung. Wird gemacht. Wird auch Zeit, dass ich ein bisschen Action abbekomme. Werd nicht anmaßen, Karl. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Und ich dachte, dass Wheeler der Spießer vom Dienst ist. Vorwärts. Vorsicht. Zwei, drei Kerle. Einer am Fenster, zwei draußen. Angreifen, wenn ich Bescheid gebe. Erste Markierung links vom Gebäude. Er raucht eine. Alle machen. Fuck. Volltreffer. Patrouille kommt. Scheiße, folg mir. Ich sag an. Der Wichser gehört mir. Sieht aus, als ob sie in die Stadt ziehen. Wir müssen die Sache schnell erledigen. Größere Knarren gewinnen keine Kriege mehr. Aber das Bezahlen von Arschlöchern in schmutzigen Gassen etwa? Es geht ja nicht nur darum. Wort und Bild sind so mächtig wie eine Kugel und wir brauchen politische Zugkraft, um diese Sache zu erledigen. Scheiße. Halt. Das Gebiet unten ist zu dicht, um eine Ballerei anzuzetteln. Wir müssen dort vorbeischleichen. Mir nach. Cool bleiben. Klare Sache, Boss. Ziel vorne. Lass ihn. Er steht zu frei. Ich sage an. Noch einer rechts. Nicht schießen. Stopp! Lass uns gehen, vorsichtig! Zwei weitere Männer auf Patrouille. Lass sie vorbei. Folg mir. Kontakt vor uns. Schalt sie aus. Leise.
Verdammt, was ist das? Das ist keine Rauchgranate. Wäre jetzt sonst schon verpufft. Lass uns so schnell wie möglich dort durchkommen. Oh, Scheiße, auf den Boden! Das war knapp, Karl. Erinnere mich, dass ich nicht mehr auf dich höre. Bekomm jetzt keine kalten Füße, Partner. Scharfschütze für dich. Oben. Lass uns einen Zahn zulegen. Meinst du, du schaffst einen Doppelkill? Luftwaffe, die ihr Fuß fassen wollen. Die müssen irre sein, so niedrig unter der Nase der Luftabwehr zu fliegen. Das geht mir nicht vorbei. Das Einzige, was zählt, ist das Treffen auf der anderen Seite des Platzes. Ich hoffe, du hast Plastiksperrstoff dabei. Ansonsten müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, ich hab sie. Lasst uns hoffen, dass diese Fliegerjungs abhauen, sobald sie ihren Job erledigt haben. Gib mir Deckung, ich geh rein. Luftwaffe, die ihr Fuß fassen wollen. Die müssen irre sein, so niedrig unter der Nase der Luftabwehr zu fliegen. Das geht mir am Arsch vorbei. Das Einzige, was zählt, ist unser Treffen auf der anderen Seite des Platzes. Ich hoffe, du hast gar nicht Sprengstoff dabei. Ansonsten müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, ich hab sie. Lasst uns hoffen, dass diese Fliegerjungs abhauen, sobald wir ihren Job erledigt haben. Gib mir Deckung, ich geh rein. Gelegt. Nimm etwas Abstand und schick sie in die ewigen Jagdgründe! Flakartillerie abgefertigt! Beeil dich! Schalt den anderen Schützen aus!
Hilfe! Wer weiß, wie lange das dauert? Wir müssen abhauen. Ich treffe dich etwas weiter am Tunneleingang. Gute Arbeit, Cole. Maddox klopft auf die Schulter. Puh. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Unser Mann sollte an der anderen Seite dieser Unterführung sein. Los. Da kommt jemand. Hier rein. Anderson, oder? Marinov? Haha, der einzig Wahre. Du hast von mir gehört, ha? Schick mir deinen Lebenslauf später, wir haben es eilig. Ihr Amerikaner seid immer so beschäftigt. Busy, busy. Ihr müsst euch mal entspannen. Eine Flasche russischer Wodka. Eine schöne Frau im Arm. Damit würde ich gerne behilflich sein, ha? Vielleicht später. Du kennst also den Weg zu Vladimir Schlager. Ja. Ich befürchte schon, ich wollte diesen schrecklichen Ort nie wiedersehen. Doch die Geister von Vladic opfern wollen Gerechtigkeit. Deshalb sind wir doch hier, oder? Genau deswegen. Und wegen des Koffers voller 100-Dollar-Scheine. Ich glaube, dein Partner mag mich nicht. Ich mag dich auch nicht, aber dazu sind wir nicht hier. Je schneller du uns zu Vladics Lager bringst, desto schneller kommst du zurück zu Frauen und Wodka. Sehr gut. Folgt mir. Messer 3-2, haben Sie Kontakt mit Zielenki aufgenommen? Over. Verstanden, Uniform. Alles läuft nach Plan ab. Verstanden, Razor. Kann er liefern? Er glaubt schon, aber meiner Meinung nach ist das Ergebnis nicht das, was Sie erwartet haben, Colonel. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, bis die Mission erfolgreich beendet ist, Sergeant. Halten Sie das Ziel an der kurzen Leine, besorgen Sie das Bildmaterial und Rückzug. Bestätigen Sie. Jawohl, Sir. Wir sind dran. Dieser Krach, das warst du, oder? Messi, Messi, ab jetzt gehen wir leise, okay? Du brauchst nicht jeden umzunieten, den du siehst. Nur die Clowns, die den Nerv haben, sich uns in den Weg zu stellen. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, dass wir Vladic finden. Ja, Vladic ist im Park.
Vom dritten Stock solltet ihr gut eure Fotos machen können. Los, wir müssen vorsichtig sein. Überall Soldaten.